Ja, dann hat der Marc gesagt, es soll endlich mal kompetentes Personal her. Deshalb ist hier heute Christian, der Vertreter des S-Pool Sparkassenkontos. Guten. Ja, und meine Wenigkeit. Genau, der Freddy ist noch mit dabei. Ja, sehr schön. Wir sehen hier heute Mono Red Stompy gegen UWR Mentor. Traditionell eigentlich gutes Matchup für Mono Red Stompy und der Grund, warum lange bei den UWR Decks das Stoneblade so viel besser war oder so gut war, weil das nämlich durch die Stoneforge viel, viel besseres Matchup gegen die Turn 1 Chalice hatte, die ja das Mono Red Stompy in der Regel da relativ früh hinlegt. So. Die beiden hier sind schon beim Mulligan. Genau. Und ich denke mal, der Freddy ist natürlich hier bestens aufgehoben beim Kommentieren. Aus dem einfachen Grund, weil er lange Zeit auch UWR-Mentor gespielt hat und schwer zu erkennen, oben rechts in der Ecke auch schon mal steht. Gell? Das ist richtig. Von daher betrachten wir heute ein Gameplay zwischen ihm und dem Dominik. Und ja, okay. Ja, wir sind auch schon direkt in der Action, gell? Ja, hier geht schon die wilde Fahrt los. Und Mono Red Stompy macht das, was er am besten kann. In der ersten Runde mehr wie einen Mana haben. Und da ist die angesprochene Chalice. Ja, Freddy geht dann auch direkt schon fetchen. Gucken, was er jetzt macht. Dumpfe Gefühl, da kommt ein Brainstorm. Denke ich auch. Nee, da kommt dann doch Spellpierce anscheinend. Spellpierce, ja. 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 Spellpierce. Dann sehen wir noch eine Fiery Confluence beim Dominik. Ansonsten sah das noch nach Ländern aus und Mentor macht das, was er am besten kann. Erstmal fleißig Länder hinlegen, nichts tun. Wir haben schon gesehen, ein Basic Mountain ist auf der Hand auch noch, gell? Vom UWR-Spieler. Ja, und da ist der Goblin. Was ist das? Der War Chief? Auf jeden Fall der Typ, der die Token macht. Ja, der War Chief. Genau, hier kommt der Response mit dem Brainstorm. Auf der Suche nach Antworten. Antworten, genau. auch das etwas, was das Mentor-Deck sehr gerne macht. Erstmal drei Runden lang Antworten suchen, dann eine Frage stellen. Da geht eine Naset wieder drauf, ich das richtig erkannt habe gerade. Die Situation scheint nicht ganz so leicht zu sein. Ja gut, ein Kaljus Counted Judgment ist auf jeden Fall noch auf der Hand. Und ein Astrolab, gell? Ja, Astrolab ist eine super Karte. Das heißt, das Mana hat er auf jeden Fall, um den wegzubekommen. Ja, das ist ein Teferi, der jetzt gerade da weggelegt wird für den Brainstorm. Die zweite Karte habe ich nicht erkannt. Ist auf jeden Fall nicht der Basic Mountain, der ist nämlich noch auf der Hand. Spielt das Deck, Terminus spielt das Deck dementsprechend natürlich nicht, gell? Das Deck spielt einen Supreme Verdict Main und einen Supreme Verdict Side. Weil du dir nicht selber ständig deinen Mentor wegschnallen willst, sondern in der Regel manche Matchups einfach auch mit dem Mentor dann Turn 3 raced. Okay. So, hier sehen wir jetzt gerade also kein Fetch nach dem Brainstorm bis jetzt. Astrolab. Ja. Wo liegt das denn hin? Im Friedhof? Nee, das war. So, da kommt okay. Das Astrolab. Genau. Und das Mana ist gefixt, gell? Hier, genau. Astrolab, das Mana ist gefixt. Jetzt geht er wahrscheinlich fetchen. Ja. Ne, zieht den Teferi noch, doch. Überraschung. Wie sieht das von der Mana-Basis aus bei dem UWR Mentor Deck? Ein Mountain, zwei Plains, fünf Islands, vier oder fünf? Fünf Islands? Fünf Islands, Entschuldigung. Und eine Tundra, ein Volcanic ist die Mana-Base in dem Deck. Okay. Das heißt mehr als Doppelblau erstmal und Doppelweiß. Ja, Doppelweiß für Counted Judgment müssten in der Liste sogar zwei drin sein. Und Doppelblau eben für Jace, Force of Negation, Hardcast und so ein Zeugs halt. Hier kommt ein Snapcaster zum Blocken. Das sieht man auch eher seltener, gell? Ja, das ist aber hier ganz offensichtlich ein Stop the Bleeding Move an der Stelle, weil man ansonsten innerhalb von drei Zügen dann auch gegen die Goblins verliert. Hier jetzt drei Damage auf dem Board jede Runde. Und der Blood Moon, der an der Stelle jetzt gerade total egal ist. Astrolab fixt das Mana. Alle drei Farben, die benötigt werden, liegen auf dem Board. Das ist ziemlich gut. In dieser Variante vom UWR Mentor ist mit dem Magmatic Sinkhole tatsächlich auch ein roter Spell Mainboard
der eben auch Kreaturen entsorgen kann, der Planeswalker entsorgen kann. Teferi zieht eine Karte, entsorgt den 2/2er-Token. Und wird das wahrscheinlich auch draufgehen? Wird dann jetzt draufgehen, aber war in dem Moment jetzt auch der Grund, warum da nicht gefetcht wurde nach dem Brainstorm. Ja. Oh, da war er dann. Dominik hat noch 3 Karten in der Hand. Eins davon ist definitiv der Goblin. Fiery Confluence. Schießt Schaden, was soll die sonst machen? Artefakte. Oh, die hätte das Artefakt entsorgt. Das wäre jetzt ein Problem geworden. Deshalb wird das auch fusioniert. Ja. Weil ansonsten wären, sag ich mal, die 6 Schaden ja jetzt für 2 Handkarten wahrscheinlich nicht so relevant gewesen, oder? Ja, nicht bei 15 Leben. So, Freddy ist dran mit dem Zug. Judgment, Brainstorm sehe ich da. Und ich meine, ich hätte... Oh. Noch ein Tiefer. Gute Karte. Insbesondere gegen die vielen Counterspells in Domus Deck. Nicht. Ja, aber allein schon für 3 Mana im Endeffekt ziehe eine Karte, gell? Ja, er setzt sich im Late Game auch gut. Ja, und jetzt ist er gut. Also letzte Runde, der ist natürlich dann vom Goblin entsorgt worden, aber in dem Moment, wo die Karte auf dem Board liegen bleibt, ist er auch einfach gut. Gegen Stompy mit Sicherheit nicht ganz so gut wie andere Karten. So, jetzt kommt irgendwas Dickeres. Spirit Guide, das ist ein Torbran, Tarnor of Redfell. Neue Edition für dieses Deck, das den roten Schaden maximiert. Und jetzt tut so eine Fiery Confluence richtig weh. Weil jetzt macht die nämlich nicht mehr nur 6 Schaden. Wie viel macht der zusätzlich? 2 zusätzlich. 2 zusätzlich, jetzt tut die richtig weh. Und die gilt auch für jeden Modus. Im Endeffekt dann. Die gilt dann auch für jeden Monos, der in irgendeiner Form eine rote Karte, eine rote Quelle fügt Schaden zu, ist die Bedingung darauf. So, Domme geht auf 22, der Tarn ist entsorgt. Domme hat 2 Karten auf der Hand. Das eine ist die City of Traders, die gerade ausgespielt wird. Das andere müsste, wenn ich das richtig erkannt habe, eine Fiery Confluence sein. Eigentlich ist es ja ein Mountain, gell, der da liegt. Das ist korrekt, das ist eigentlich ein Mountain gerade, ja. So, Force of the Hand sehen wir jetzt gerade in dem Brainstorm. Da liegt ein Mentor. Zumindest erkenne ich da gerade einen. Ja, und ich finde, hier sieht man jetzt auch mal ganz schön, was so eine Chalice of 1 in Legacy oder allgemein, sag ich mal, vor allem gegen die blauen Decks bedeutet, gell? Ja. Wenn man sich da im Friedhof anguckt, was da an Karten drin liegt, die 1 Mana kosten, wäre das Spiel wahrscheinlich schon viel früher rum gewesen. Ja. Da kommt der Mentor, eine namensgebende Karte des Decks. Und Domme hat einen Kahn gezogen, der natürlich jetzt gerade nicht ganz so gut ist. Das ist die Fiery Confluence, die versucht den Mentor zu entsorgen, würde ich mal behaupten. Ja, und seit der Regeländerung, wann ja, auch immer die wagt, kriegt die keine Planeswalker mehr. Das ist richtig, hat das Deck enorm geschwächt. Auf der anderen Seite, gerade in dem Matchup, das ist eins der Matchups, in dem man merkt, wie stark das Magmatic Sinkhole geworden ist. Oder generell ist, weil man eben hier dann zusätzliche Antwort auf Planeswalker hat, die in anderen Varianten nur aus dem Council's Judgment oder aber Beatdown bestehen. Mhm. Oder eben on the stack. Und hier, das ist eine Antwort, die nicht on the stack erfolgen muss. Und dann ist auch gleich der Khan. Ja. Ich frage mich, warum er jetzt, also der Mono-Prism-Spieler jetzt eben gerade nicht hergegangen ist und hat das Astral Rap entsorgt. Weil jetzt wäre ja nochmal die Chance da gewesen. Womit? Mit der Fiery Confluence. Die ist ja jetzt das letzte Mal durchgegangen. Hat den Mentor für 2 Schaden entsorgt. Ja, weil das Problem ist, wenn er nicht 3 Schaden auf die Kreaturen ansagt, jeder Brainstorm oder anderes Spell den Mentor überleben lässt. Und dann kann eben der Brainstorm sofort das Ganze retten. So, aus dem Grunde hier ganz klar vom Domme gut gespielt. Hier sehen wir jetzt das Sinkhole, das gerade als Kreaturen-Removal gedient hat. Und jetzt kommt das Play, das diese Kombination Astrolab und Teferi richtig gut macht, nämlich Bounce Astrolab, Draw a Card, Play Astrolab, Draw a Card. Und auf einmal ist man 2 Karten weit vorne, ohne dass man dafür wirklich irgendwas tun musste, außer ein Mana zu bezahlen. Das ist im Late Game, egal gegen welches Deck, ziemlich stark. Ja, und jetzt mit Force of Negation, Hardcast und der Weiters sieht das schon sehr, sehr gut aus, gell? Das Deck ist jetzt hier in Control. Da kommt die Antwort auf die
Chandra. Mit dem Hardcast Force of Negation. Und ja, jetzt kommen wir eben zu dem Punkt, jetzt muss natürlich das Control-Deck dann auch zügig irgendwie das Spiel beenden, bevor da auf der anderen Seite jetzt ein, zwei Lucky-Top-Decks kommen. Ja, und dann geht die Suche nach Antworten los. Da ist auf jeden Fall ein Snapcaster mit bei, der wahrscheinlich, wenn er denn jetzt benutzt wird, auch irgendwie benutzt wird für eine Snapcaster-Flashback. Force of Negation, wenn jetzt noch ein Landdrop kommt. Schauen wir mal. Da ist auf jeden Fall ein Land auf der Hand, glaube ich. Sofern ich das von hier erkennen kann. So, jetzt kommt der Snappy. Nee, der kommt nicht. Ja, da habe ich nochmal was geändert beim Ponder. Ah, okay. Und da der Dumme so ein netter Typ ist, hat er das erlaubt. Der Snapcaster liegt nämlich jetzt oben drauf, weil die andere Antwort in der Hand ist. Aber hier sieht man auch wieder ganz schön, dass wirklich Astrolab mit der große Sieger ist, gell? Jetzt natürlich mit dem Khan auf der gegnerischen Seite nicht mehr so. Und der kommt auch durch, gell? Was lag vorher oben drauf? Bitte? Der Snappy getauscht gegen? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass ich den habe hier resolven lassen und mich das hinterher ziemlich allerwertesten beißt, weil das Astrolab nicht mehr eingesetzt werden kann. Ja. Hättest du schon gesagt, werden wir jetzt gleich auch sehen. Den Teferi, gell? Mit dem Teferi nochmal den Blood Moon eine Runde zu bouncen, um fetchen zu gehen. Na, kommt drauf an, was sich doch mal jetzt hier sucht. Jetzt will ich nämlich das Astrolab einsetzen und dann, genau. Das war Mist. Das hätte ich vorher machen müssen, das ist korrekt. Da war der Plotmon jetzt doch im Nachgang ganz gut, gell? Ja, yeah, das ist sobald das Astrolab abgestellt wurde, sieht man hier eben auch, wie anfällig dann selbst nur so eine Doppel-Weit-Konfiguration wird. Mhm. Die letzten Endes ja eigentlich, wenn man sich mal anguckt, was so an 4-Color, 5-Color-Kram gespielt wird, einfach ist. Ja. Also es gibt halt auch für das Monoid Prison Deck keinen Grund, gelben Blood Moon oder so auf der Hand zu halten, weil halt einfach, man lebt vom Top Deck und gibt im Endeffekt auch keine Möglichkeiten, wie jetzt auf der rechten Seite mit dem Brainstorm und der weiteres die Karten wieder wegzuschaffeln, genau. Die man nicht braucht. Richtig. Das heißt, erstmal alles runterspielen und hoffen, dass es in irgendeiner Form was bringt. Letzten Endes damit auch nochmal die Bestätigung, warum eben im Legacy so viel Blau gespielt wird. Weil die Cantrips eben auch gewisse Konstanz bedeuten, wenn man seine Top-Decks kontrollieren kann. Und vor allen Dingen, wenn man mit Karten wie Brainstorm eben auch so ziemlich jeden Krempel wegschaffen kann, der noch rumläuft. Ja. Auch bei dem Mono Red Prison Deck ist es im Endeffekt schon so, dass vor allem die ersten Züge relevant sind, gell? Also ich habe das Deck selbst nie wirklich gespielt, aber es kommt vor allem darauf an, was lege ich wann gegen welchen Gegner und welches Hate Piece bringt mich jetzt nach vorne. So, jetzt sehen wir hier ganz interessant. Der Khan, der jetzt erst minust, vorher geplust wurde, eben um mit dem Plus auf 6 als allererstes mal einem Magmatic Sinkhole aus dem Weg zu gehen. Und jetzt haben wir hier End of Turn Snapcaster, Magmatic Sinkhole, wie ich eben schon gesagt habe, gute Karte, um Planeswalker zu entsorgen und letzten Endes hier jetzt auch das Out, das benötigt wird, um nächste Runde dann nicht den entsprechenden Lock aufgebaut zu haben, weil man ansonsten gegen das jede Runde ein Land entsorgen, stirbt. Ja, und jetzt weiß ich nicht, von Handkarten her ist nur noch eine Gelb auf der linken Seite vorhanden. Dom hat bis jetzt alle Länder gelegt, hat er jetzt das Artefakt noch auf der Hand. Spielt er jetzt auch aus, solange kein Khan liegt, droht dadurch auch keine Gefahr. Von daher gehe ich stark davon aus, dass das auch resolven wird, weil die Karte nur dann interessant ist, wenn der Khan als Counterpart liegt. Ansonsten ist die eigentlich relativ irrelevant. Ja.
Und jetzt braucht der Teferi auch nicht mehr den Bloodmoon zu bouncen, gell? Jetzt sind im Endeffekt schon zwei Islands auf dem Feld. Und jetzt mit Hardcast Force ist das Game eigentlich wahrscheinlich in den nächsten Zügen jetzt gelaufen, gell? Okay, wird trotzdem noch entfernt? Der bleibt nur trotzdem noch entfernt. Ich gehe stark davon aus, um hier jetzt die Fetches zu enablen, weil eben dann mit dem Brainstorm jetzt auch was weggemischt werden kann, dass tatsächlich auch unabhängig davon, ob das Mana gefixt ist oder nicht, wenn man nicht die Länder, die man mit Brainstorm wieder oben draufgelegt hat, wegfetchen kann, hat das Deck doch tatsächlich ein ziemliches Problem. Jetzt sehen wir nochmal das Astrolab Bounce, Astrolab Play, Astrolab Play. Hm. Der Stelle und dann sehen wir dann eben auch jetzt 5 gegen keine Handkarte, das ist dann doch ein Riesenunterschied macht. Mit 2 Force of Will, glaube ich, auf der Hand. Und ein Mentor, der jetzt wahrscheinlich resolved wird. Ja. Und dann dürfte das Spiel auch relativ zügig zu Ende sein, die Staffel aus. Wie du eben schon sagtest, im Endeffekt, es besteht immer die Chance natürlich, dass man 2, 3 Lucky Top Decks hat und genau die Karten zieht, im Endeffekt Planeswalker und der weiteres, die man jetzt gerade benötigt. Aber mit 2 Force Hardcast Backups ist es schon relativ schwer dann und die Wahrscheinlichkeit auch sehr gering, dass das Monolith Prison Deck im Endeffekt hergeht und dann da noch rauskommt, gell? Ja. Ja. Aber immer wieder auch hier, also ich finde jetzt gerade in dem Video sieht man es einfach sehr, sehr gut, wie du eben schon gesagt hast, was für eine Riesenbedrohung die Chalice hier ist in diesem generell im Legacy für die doch einen Mana-Spell sehr hoch ansetzenden Control-Decks und auf der anderen Seite eben auch hier, wie viel allein es schon bedeutet, dass der Blood Moon nur die Fetchländer abschaltet. Ja. Und das nicht, um das Mana wegzunehmen, sondern wirklich einfach nur Brainstorm und Ponder schlecht zu machen. Weil bei aller Liebe, klar, Brainstorm eine Karte, die wirklich auch Karten von der Hand weglegt. Aber auch beim Ponder ganz entscheidend. Ich gucke mir 3 Karten an, suche mir die aus, die ich haben will. Vielleicht möchte ich auch noch eine zweite. Und dann gehe ich eben fetchen, damit ich die dritte eben nicht ziehe. Ja, Sideboarding hier an der Stelle. Von Seiten Mono Red Stompy gehe ich stark davon aus, dass hier jetzt die Kreaturen reinkommen, die letzten Endes ich weiß den Namen nicht, wenn sie angreifen, dann entsprechende 1/1-Marke bekommen und ab dem Moment dann jedes Mal 2 Schaden schießen, sobald ein Non-Creature-Spell gecastet wird. Das UWM Mentor wird in jedem Fall jetzt den Artefakt-Hate reinholen. Das heißt also, da wird die Word hier drin sein jetzt an der Stelle. Und ich gehe mal davon aus, muss man ja kurz überlegen, was man da noch... Boah, ein zweites Council's Judgment müsste jetzt reingekommen sein. Gegen die Planeswalker definitiv, eventuell auch noch. Das kommt jetzt ein bisschen drauf an, was genau in der Liste gespielt wird. Und noch ein zweites Magmatic Sinkhole. Insgesamt circa 4 Karten, 4 bis 5 Karten, die hier geboardet werden gegen Stompy. Das nicht ganz so viel wie jetzt zum Beispiel gegen die ganzen Combo-Decks, wo dann tatsächlich eher so 9 bis 11 Karten geboardet werden. Ja. Aber hier sehen wir schon, also nach dem ersten Mulligan jetzt auf der Starthand Doppel-Force Protection, das heißt also erstmal irgendwie safe gegen die ersten Threats, die da kommen. Stompy on the play und Turn 1 für 3 Mana. Ja. Trinisphäre, Wasser. Klassische Ansage, Must Force. Wenn man die resolven lässt, hat man verloren, bevor man den ersten Spell resolved. Jetzt bin ich mal gespannt. Genau, Fetchland für den Fall, dass jetzt der Blood Moon kommt. Wir haben gesehen, weißes Mana ist auf der Hand. Ja, das ist der Warboss. Respawn ist ein Fetch. Jetzt gehe ich mal davon aus, der bekommt jetzt direkt die Schwerter ab. Ja. Ja, unwahrscheinlich ist, ich habe es nicht gesehen, auf der Hand auch noch ein Fetchland oder eine Basic Island Star. Und ja, ist auf jeden Fall safe auf die Mana-Basis ja, dann zu gehen. Ansonsten, auf der anderen Seite muss ich sagen, sonst hätte man hier jetzt wahrscheinlich den Typ resolven lassen, den einen Schaden genommen, dann im Main Phase das weiße Mana gelegt und geschwertert, weil man eben nicht gegen ein Blood Moon Deck Turn 1 mit weißem Mana starten will, um dann die Fetchländer alle auf der Hand gefangen zu haben, die dann irgendwie nur noch rotes Mana machen. Ja. Sondern ganz klar gegen Stompy oder gegen jedes Moon Deck an der Stelle fängst du mit dem Fetchland an, damit du sicher bist, dass du dann, wenn er den Blood Moon legt, auch alle 2 Farben hast, weil dann kannst du resolven lassen und bist nicht gezwungen, den in irgendeiner Form forcen zu müssen, weil ja,
Das ist eine Hymne, ne? 2-1 einfach. So, jetzt kommt ein Ponder von der rechten Seite im Endeffekt aus. Da ist auch schwer zu erkennen, was im Moment die Karten sind. Christian beugt mal ein bisschen den Kopf, um besser gucken zu können. Wurde mir eben gesagt, dass das angeblich was bringen soll. Ja, genau. So, schauen wir mal, was wir jetzt hier auf der Stompy-Seite sehen. Da sehen wir jetzt 4 Mana. 4 Mana bedeutet meistens die Chandra. Naja, das ist die angesprochene Kreatur, von der ich eben geredet habe. Das ist der Typ, der Hates. Der Berserker, genau. Clan Crux Berserker, wenn ich das im Kopf habe. Also Berserker wurde mir zugeflüstert, den Rest habe ich gerade noch so hinbekommen. Der hat Haste, der kriegt eine Marke und der ist jetzt ziemlich fies. Für das Mentor-Deck. Ja, und da viele Nicht-Kreaturen-Zauber gespielt werden in dem Deck, bis auf Snappy und Mentor, ist das natürlich tatsächlich, gut. Genau. Also in der Mentor-Liste haben wir Snappy und Mentor, die Creatures sind. In den aktuellen Four-Color-Listen haben wir dann meistens die Ice-Fang-Kotl und die Snapcaster, die Kreaturen sind. Ja, jetzt nimmt das Leben hier schneller ab, wie man Hallo sagen kann, und schon auf 10. Hier ist jetzt ganz, ganz dringende Antwort nötig, ansonsten ist das Spiel gleich um. Snapcaster Sword, das ist durchaus legitim an der Stelle. Aber wenn man jetzt einfach sieht, auch was. Wie heißt er? Die rote Kreatur. Dumme. Nein, Scherz beiseite. Clan Crux Berserker. Ja, genau. Was er allein schon an Schaden gedrückt hat. Genau. Gell? Zweimal die passive Fähigkeit im Prinzip plus Angriff. Kannst du nur froh sein, dass der Tarne jetzt erst kommt, weil ansonsten wäre das schon fast lethal gewesen. So, und jetzt auf geht die wilde Fahrt. Antworten werden benötigt. Da ist ein Astrolab. Da ist noch ein Ponder und das dritte kann ich nicht erkennen. Welche Werte hat der Zwerg? Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist der 3 irgendwas. 3-3, 3-4. Also der hat auf jeden Fall eine 3. Eine 3 vorne? Ja, hat auf jeden Fall einen Snappy geplant. Er hat 2-4 vorne. 2-4 insgesamt. 2-4, ja, okay. Also überlebt ein Bolt. Könnte ja auch unter Umständen entscheidend sein. Ja, und kommt selber für 4, ne? Weil die 2 plus 2 auch 4 sind. Also 4-4. Und jetzt, uff. Das kommt da. Brainstorm. In response of the Chalice. Ich hab das dumpfe Gefühl, die bleibt liegen. Damit ist schon schwer, oder? Ja. Also weil dadurch auch schwer ist. Must-Block. Must-Block, ansonsten geht man auf 4 mit dem Fetch auf 3. Dann wäre der nächste Runde lethal. So hat man wenigstens jetzt noch 2 Runden, wenn man den jetzt nicht entsorgt bekommt. Hat der Snapcaster jetzt hier nochmal eine Runde gekauft. Problem hat es, die Magmatic Sinkhole ist jetzt ein Out. Auf der anderen Seite, Schwerter sind halt raus durch die Chalice. Mit Dominic haben wir hier auch einen Spieler, bei dem du den Chalice-Check nicht so oft machen musst, weil der erinnert sich daran. Da gibt es auf anderen Turnieren auch andere Leute, da kann man dann ruhig einfach mal reinspielen. Wird dann meist auch belohnt, dass man das irgendwie, dann bekommt man ein Nicken oder ein Yo Resolved und dann merken sie erst 2 Sekunden später, was sie da gemacht haben. Das wird aber gegen den Dominic eher nicht passieren. Das dürfte ein Chalice auf 2 sein, wenn ich es richtig sehe. Ja. Ist es auch. Response. Da haben wir einen Snapcaster. Ja, und dann haben wir aber nichts, gell? Ich glaube, wir haben nichts im Friedhof. Flashbacken kann. Der ist jetzt einfach nur. Sind einfach nur da. Genau. Kam, um zu sterben, sagt man so schön. So, und jetzt müsste langsam mal die Antwort kommen. 3 Mana? Das Counting Judgment, ja. Das ist natürlich. Und da geht die Chalice auf 1. Um pondern zu gehen. Ja, mit Sicherheit das bessere Play an der Stelle. Weil ansonsten würden die 2 Chalice einen ausloggen. Wenn man jetzt keine Antwort findet, dann klar, keine Frage, stirbt man trotzdem, aber. Aber die Chalice auf 2 ist jetzt für. Mentor nur der Snapcaster ist nicht so wichtig. Nur der Snappy, ja. Die auf 1 ist viel, viel behindernder und hier also eben dieses. Letzten Endes das Play.
Und da sieht man auch so, was halt wirklich Legacy ausmacht, gell? So diese kleinen Dinge. Genau, und hier siehst du jetzt einfach den Unterschied, ne? Wenn das Concealed Judgment auf den Tarnel gegangen wäre, dann wäre das Leck jetzt einfach nur der Mentor auf dem Board. Und in dem Fall hier haben wir eben jetzt die Outs maximiert mit dem Play, noch einen Token mit dabei bekommen, der im Notfall blocken könnte. Noch ein Mentor. Und jetzt hat sich das Board innerhalb von 2 Zügen von rechts nach links gedreht. Wenn das ein Cantrip ist, dürfte das Spiel schon fast zu Ende sein. Es ist kein Cantrip. Auf 7. Kommt noch ein Warboss. Da kommt ein Token für 1. Ja. Cage auf 2. Ja. Und das sind halt die Kleinigkeiten. Wenn die Chalice, die jetzt da auf 2 liegt, auch eine 1er Chalice gewesen, hätte sie wahrscheinlich im Nachgang so das Spiel mit entschieden, dadurch, dass das Werder und der Ponder nicht hätte gecastet werden können. Das ist korrekt. Aber das ist halt das Schöne, was das Legacy ausmacht. Dass es wirklich sehr, sehr viele Kleinigkeiten sind. Und hier haben wir jetzt Jace, wo man es einfach sieht. Jace bounced den Warboss Attack für Lethal. Da gebe ich dir recht, wenn die Chalice auf 1 gewesen wäre, wäre die in diesem Fall das Lock gewesen. Auf der anderen Seite hast du dann aber wiederum 2 Outs mehr, die Chalice überhaupt wegzubekommen, die du mit der Chalice auf 2 abstellst. Und den Snapcaster. Ja. So, Spiel zu Ende. Macht's gut, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ja, genau. War schön mit euch. Schönes Spiel. Bis dann.